Oh, die Küche. Warum kontrolliere ich zuerst die Hebel für anscheinend Gas kochen? Zerstörungsdrang. Noch eine Tür. Handtücher? Lappen? Spüle. Gucken wir uns erstmal das hier an. Gehe zu Speiseplan. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Rede mal mit dem Plan. Hallo? Benutze. Nimm. Ansehen. Dieser Kugelschreiber sieht extra. Warum geht das nicht? Mann! Oh, große Überraschung! Da ist Besteck drin! Oh, nein! Nein, sag doch nicht sowas! Hallo? Jemand zu Hause? Es rasselt, es klimpert. Es befindet sich in einem Besteckschrank. Was mag es nur sein? Ich hab's. Es ist eine Schrapnelllawine aus den Anden. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Da muss man sich wirklich in Acht nehmen. Und ich hätte das andersrum machen sollen. Erst reden, dann öffnen. Aber egal. Habe ich? Oh, ein Besteckschrank. Jetzt können wir endlich meine Messerwurfnummer ausprobieren. Ja. Muss ich werfen oder bin ich an eine rotierende Zielscheibe gefesselt? Beides gleichzeitig. Ui. Das will ich sehen. Möchte ich echt gerne sehen. Können wir was davon benutzen? Okay, dann nicht. Können wir Besteck mitnehmen? Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Ja. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Ja, ne? Möchte ich auch gerne wissen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo die Löffel sind. Garantiert nicht im Keller. Da haben sie nämlich nichts zu suchen. Nein. Guck dir den Topf an. Vier Buchstaben zwischen mir und dem Horizont. Topf. Was? Hallo Topf, was macht die Suppe? Oh, du kennst das ja. Köchelt so vor sich hin, nicht? Ja. Mummel, 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 mummel. Hallo Topf, was macht die Suppe? Oh. Ja. Hab ich doch eben. Ich wollte aufnehmen. Der kommt mit. Juhu! Wir haben einen Topf. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ja, schon, aber dann hast du zwei, aber. Wo hast du den ganzen Krempel überhaupt stecken? In deinem Mantel? Dann red mit dem sperrigen Topf. Ich kann damit nicht reden. Es ist keine mundgerechte Portion. Oh, wenn das so ist, dann mal einfach was drauf. Darauf lässt sich leider nicht herumkritzeln. Schade. Können wir ein paar Bollen reinschlagen? Ich habe Topfschlagen immer gehasst. Das ist eine Beschäftigung für dumme Konformistenkinder. Ich glaube, Alfred mochte Topfschlagen immer. Das passt. Ach, wie nett. Ach, die hatten doch ein Messer mit. Aha. Damit könnte man nicht einmal Gummibären den Kopf abschneiden. Das ist ja billig. Nicht nimm, reden. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's. Hallo, ihr Lappen. Ich wollte auch immer nach Lappland. Aber dann bekam ich die Masern und wurde von einem wahnsinnigen Psychologen gekidnappt. Schließlich wurde mein Gedächtnis gelöscht. Darum bin ich nie dazu gekommen, nach Lappland zu reisen. Vielleicht nächsten Sommer. Ja, nächsten Sommer müsstest du eigentlich wieder hier raus sein. Könnt ihr echt mich nicht mitnehmen? Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's.
Tja, das gibt's nicht, ey. Handtücher, Schmandtücher, Fitzi-Fatzi-Pfannentücher. Was? Topflappen, Handtücher? Nanu? Die sind ja an der Hintersache. Ja gut, dann geht das halt überhaupt nicht. Was sagt denn Harvey dazu? Zu dieser Unverfrorenheit, das an der Hintergrundgrafik festzunieten. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Hey! Wo? In der Farbe? Spüle. Topf. Nix. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Das hört sich schon ein bisschen ekelhaft an. Red mal mit dem Kantinengemüse-Entsafter. Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements. Jemand zu Hause? Neptun? Klabautermann? Captain Iglu? Captain Iglu? Geil. Willst du baden, Harvey? Igitt! Bist du sicher, dass du nicht baden willst, Harvey? Willst du baden, Harvey? Igitt! Nein! Igitt! Nein! Einmal noch, komm. Willst du baden, Harvey? Igitt! Nein! Geil! Igitt! Nein! Igitt! Nein! Bloß nicht, ey! Pfui! Wäre doch sauber! Nass schreibt er nicht mehr. Oh. Dann verprügel mal den Kantinengemüseentsafter mit dem Poloschläger. Nein. Ich möchte, dass das Blut meiner Feinde an der Klinge bleibt. Kann ich verstehen. Aber ich habe eigentlich schon da reingepfeffert. Siehst du diesen Topf, Harvey? Vergiss den Topf. Wir kochen unsere eigene Suppe. Da kocht wohl jemand sein eigenes Süppchen. Kochst du auch dein eigenes Süppchen, Poki? Ah ja, hier ist einer meiner eigenen seltenen Auftritte im Spiel. Und zwar habe ich tatsächlich die Rolle des Kochs gesprochen. Beziehungsweise, naja, gesprochen kann man kaum sagen, weil er sagt kein Wort. Er macht nur Grumpflaut. Aber das habe ich selber gemacht. Bevor ich den Kommentar zu Ende höre, gucke ich mal, ob hier der Koch ist. Okay, hier ist kein Koch. Ah ja, hier ist einer meiner eigenen seltenen Auftritte im Spiel. Und zwar habe ich tatsächlich die Rolle des Kochs gesprochen. Beziehungsweise, naja, gesprochen kann man kaum sagen, weil er sagt kein Wort. Er macht nur Grumpflaut. Aber das habe ich selber gemacht. Und ich habe versucht, sehr viel charakterliche Tiefe einzustreuen. Achso, ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich das gemacht? Ja. Und ich, ehrlich gesagt, habe ich mich immer so ein bisschen so gesehen wie ein Popeye mit Kochmütze. So verstehe ich mich auch als Game Designer. Ja. Bevor wir uns diese Mega-Kantine angucken, gucken wir erstmal, was wir hier hinten noch decken können. Nicht im Inventar, sondern im Gang. In dem Gehe zu Gang. Nach Möglichkeit ein bisschen flotti. Und. Hey! Wir sind wieder hier! Geil! Cool! Mann, das freut mich jetzt aber! Ha! Geiler Scheiß! Ah, hier war ich schon zugange, das sieht man. Genau, mir fehlt nur noch der Kommentar von Poki. Es gibt eine Reaktion in Edna bricht aus, die kann man einfach nicht verstehen, obwohl sie eigentlich auf das Spiel selbst referenziert. Und zwar, wenn man sich das Bild anguckt, sagt Edna, ich sehe ein kleines Kind im Bauch eines Walfisches oder irgendwie sowas in der Richtung. Das erkennt sich in dieser modernen Kunst. Und die Lösung zu diesem Satz, also die Auflösung, warum sie das da drin erkennt, sieht man in der Vergangenheit. Und zwar ist dies ebenfalls eine Szene, die in der verloren gegangenen dritten oder vierten Tempomorph-Szene verschütt gegangen ist. Und zwar wurde sie von ihrem Vater bereits als Kind hier in die Anstalt geschleppt und muss dann halt hier warten.
und macht sich natürlich wieder selbst auf den Weg, weil sie halt eben auch als Kind schon so aufmüpfig war. Aber am Anfang sollte sie dann dort in dieser Sitzgruppe sitzen und mit den Beinen baumeln. Und hinter ihr, also der ganze Raum war ähnlich wie die anderen Tempomorph-Szenen, im Gegensatz zur Realität halt aus kindlicher Perspektive enorm verzerrt. Und hinter ihr hing halt ein großes Bild von einem Walfisch, der halt mit groß aufgerissenem Mund irgendwie sie zu verschlingen drohte, wie sie halt irgendwie in dieser Sitzgruppe sitzt. Kein Wunder, dass sie da aufstehen wollte. Weil sie sich gerade nicht nur in der Szene wie ein Kind im Bauch eines Walfisches oder das bedroht wird, von einem Wal gefressen zu werden, fühlte, sondern halt auch eigentlich inhaltlich, weil sie diese Therapie, die ihr Vater für sie vorgesehen hat, ablehnt. Tja. Interessant. Ja, das ist echt interessant. Warum ist das rausgeflogen? Ey, wenn ich mir das so alles so geistig vorstelle, boah, das hätte richtig geil werden können. Mann, ey, jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Das ist echt schade. Heute ist Wünsch dir was Tag in der... Ja, das kennt man ja schon. Aha, wir gehen hier einmal so quasi hier so rundherum. Cool. Und dann geht's nur hier weiter. Senf und Ketchup. Können wir beides mitnehmen? Ja! Ja! Aber die nicht, oder was? Ketchup E001, Cadmium, Tomatenersatzstoffe aus Uranrückständen. Ketchup für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ketchup ist kein Lebensmittel und nicht zum Verzehr geeignet. Ja, steht auch auf meiner Ketchupflasche drauf. Darum benutze ich es auch für meinen Schnitzel. Oder Hotdog. Senf E005, E007, Benzolsäure, Kerosin. Warnung, leicht entflammbar. Senf nur für die Viehzucht oder für die Bundeswehr. Wer denkt sich eigentlich diese Scheiße aus? Alles von ihm? Von dir, Poki? Geil. Das gefällt mir. Ja, aber so kann man ja gar nichts machen. Siehst du, ich kann hier rumklicken, wie ich will. Ja, hier die Objekte Ketchup und Senf aufnehmbar zu machen, ist eine Designentscheidung, die ich mir tatsächlich heute, wo ich an nicht-studentischen Projekten arbeite, nicht mehr erlauben darf. Also schon allein, dass man halt zwei Items mit sich rumschleppt, die theoretisch überall dasselbe machen eigentlich, aber dann doch hier und da in Aktion halt nur um ein Wort voneinander abweichen, das ist eigentlich totaler Irrsinn. Es ist eigentlich totaler Irrsinn. Irrsinn. Ah, warte mal, da fällt mir was ein. Ich glaube... Oh oh. Hey! Mist. Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Ja, mir ist nicht erlaubt, frei rumzulaufen. Bevor ich wieder eine Antwort gebe und der mich wieder hier durchschickt, höre ich mir mal Poki an. Ja, das ist natürlich eine weitere große Gemeinheit von mir, dieser Raum. Edna kann ja, nachdem sie ihre Zelle verlassen hat, sich relativ frei in der Anstalt bewegen. Und man kann auch tatsächlich schon überall hingehen, also verhältnismäßig überall und halt schon ganz viele Sachen mitnehmen und anfangen, Rätsel zu lösen und so weiter. Aber ganz egal, ob man das gemacht hat oder nicht, sobald man diesen Raum betritt, wird man eingesperrt und ist erstmal wieder hinter den Gittern. Was Edna auch verhältnismäßig, also das Spiel verhältnismäßig komplex macht, dadurch, dass man halt eigentlich theoretisch die Freiheit hat, an dieser Tür vorbeizugehen und erstmal andere Sachen noch zu erledigen und andere Sachen zu sehen. Aber eben auch, also beim Programmiertechnischen ist es komplex, man hat halt irgendwie die Möglichkeit, dass Spieler halt auf direktem Wege hier durchlaufen. Das heißt, es gibt ganz viele Items, von denen ich halt gar nicht weiß, hat Edna die schon im Inventar, sobald sie den Bereich mit den Irren betritt oder hat sie die nicht im Inventar. Aber das Starke, was meiner Meinung nach diese Entscheidung verursacht, ist,
dass man auch wirklich das Gefühl hat, ich hätte doch noch so viel machen können. Ich hätte doch noch vorher in diesen Gang reingehen können. Da habe ich mich doch noch gar nicht richtig umgeguckt und so weiter. Man läuft durch diese Tür und wird geschnappt und denkt so, ach verdammt, ich hätte da doch noch so viel machen können. Ja. Umso schöner ist nachher das Gefühl, wenn man das erste Mal wieder hinter die Gitter kommt und sich halt tatsächlich frei in der Anstalt umsehen kann. Dann aber auch immer mit der Angst so, okay, hinter jeder Tür könnte theoretisch wieder so eine Szene lauern. Hinter jeder Tür könnte wieder ein Wächter lauern, der einen gefangen nimmt. Das heißt, auf der einen Seite eigentlich eine sehr unbequeme Designentscheidung, auf der anderen Seite glaube ich aber doch ein ganz intensiver Moment oder die Quelle für ganz intensive Momente im Spiel. Oh ja, ich erinnere mich, das war schon fies. Ich weiß aber nicht mehr, was ich dem gesagt habe. Ich glaube, der sagt dann ja, das hast du auch nicht. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Nicht so schnell, kleines Fräulein hier, nicht? Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich bitte dich! Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. Doch, ist es. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Nein! Das habe ich wohl vermasselt. Nicht schon wieder! Jetzt haben wir hier ein paar tolle Sachen. Und jetzt können wir versuchen, die Bar wiederzufinden. Was wir, glaube ich, gut geschafft haben. Löffel. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Okay. Kann ich ihn kaputt schlagen? Das sollte ich lieber sein lassen. Er sieht ohnehin schon so aus, als stünde er kurz vor einem cholerischen Anfall. Ach, eine Gabel hat sie auch mitgenommen. Ja, ich bin ja auch blind. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige... Ja, ist gut. Lichtschalter. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ja, ich hätte gerne etwas Gutes. Wie wär's mit der Komplettlösung? Aber die gibst du mir wahrscheinlich nicht. Ich hätte gerne ein Glas Wasser, bitte. Ein Glas Wasser, bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu.